auch 2019 waren wir wieder zu Besuch im Angelparadies Zwillbrock und haben uns auf ein Hausboot eingemietet. Dieses Jahr haben wir Hausboot Nummer 1 gemietet. Um die Vorfächer auch mal schnell tauschen zu können, verwende ich aus meinem Karpfentäkel Schnellwechselsysteme. Hier kann man schön sehen, wie groß ich den Räucherlachs anbinde, fixiert mit Baitelastik. Zu Beginn legte ich wieder die Grundruten bzw. die überbleibenden Posenmontagen auf Stöhe aus. Als Köder verwendete ich wieder Räucherlachs. Für mich ist in Zwillbrock Zielfisch Nummer 1 der Stör. Um die Wartezeiten auf einen Biss sinnvoll zu nutzen, habe ich mal meinen Forellentäkel dabei und schleppe oder probiere mein Glück auf Grund. Wir reisen immer so an, dass wir eine Stunde vor Einzug der Hütten vor Ort sind. Im Haupthaus von meinem Andi und seinem Team bekommt man immer Tipps, was die letzten Tage so gelaufen ist und auf welche Köder die Fische gut beißen. Die Forellen standen dieser Tage relativ dicht an der Oberfläche, maximal einen halben Meter tief. Ich forme den Teig immer so wie hier abgebildet. Bei dem hellen Licht ging braun ganz gut. Später stellte sich heraus, dass die fängigste Kombi schwarzbraun war. Die Tage vor unserer Anreise wurde in dem oben rot markierten Bereich und unten auf der Tiefenkarte ebenfalls markierten Bereich sehr gut auf Stör gefangen. Ich bin gerade nur kurz vorne zur Hütte, um ein paar Getränke zu holen. Da bekam ich den ersten Biss auf Grund. Der Anfang ist gemacht, die erste Forelle im Kescher, super Teamwork. Bevor der Abend und die Nacht anbricht, habe ich die Kamera mit einer neuen SD-Karte und einem neuen Akku-Pack versehen. Die nächste Szene ist einfach nur zum Genießen, wie schön der Ausblick von der Terrasse ist.
Nacht war ziemlich ruhig, bei uns zumindest. Auf den Hausbooten 2 und 7 konnten einige Störe gefangen werden. Hier kann man gleich einen schönen großen Stör springen sehen, ziemlich links vom Bild. Nach dem Frühstück versuchte ich wieder mein Glück auf Forellen mit Schleppen. In dem Fall verwende ich eine Matchroute mit einer Länge von 4,50 m, einen 20 Gramm schwimmenden Spiro und eine Vorfachlänge von ungefähr 3,5 Metern. Köderfarbe diesmal schwarz-blau. Die Angler, die gestern genau gegenüber standen von mir, konnten bei auflandigem Wind einige schöne große Lachsforellen fangen. Und der nächste Biss. Die Forelle hat den Köder genommen an der Kante von dem flachen Bereich zu dem langsam abfallenden tieferen Bereich, ungefähr in der Höhe von einem halben Meter. Forellen standen an dem Tag alle ziemlich weit draußen. Die Höhe und die Teigfarbe scheinen zu stimmen. Es läuft.
Guck mal, der Komorei macht Wassersurfen. Und der erste Biss auf der Störroute. Das war ein Sterlet in normaler Küchengröße von ungefähr 3 Kilo. Den Kescher habe ich mir jetzt für dieses Jahr extra neu geholt, da ich mir meinen guten Karpfenkescher letztes Jahr bei einem 1 Meter plus Stör geschrottet habe. Wir hatten beim Wetter auch extremes Glück. Wir hatten kein einziges Mal Regen, tagsüber Temperaturen von 20 bis 25 Grad und dazu eine leichte Windbrise. Und der nächste Biss. Wieder auf geschlepptem Teig, dicht unter der Oberfläche. Obwohl sie lang gebraucht haben, um abzuziehen, waren die Köder alle geschluckt. Kein einziger ging wirklich vorne im Kieferbereich. Jetzt mal eine komplett umgeschnittene Szene vom Anködern, Auswerfen bis zum Keschern. Auch hier wieder zweifarbiger Teig, diesmal schwarz-orange, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe vor dem Köder ungefähr einen halben Meter weg ein kleines Bleichrot mit 0,4 Gramm Softblei. Fische konnte ich meistens auf einer Entfernung von 40 bis 60 Metern lokalisieren und gezielt anwerfen. Die Bisse kamen auch relativ schnell nach Absinken des Köders, so in den ersten 5 bis 10 Metern. Thank you.
Beim Drill musste ich mal drauf achten, weil meine Störmontagen gerade auslagen, dass die Forellen nicht in meine Schnüre schwommen. Die Forellen, die ich fangen konnte in den 5 Tagen, hatten ein Standardgewicht von 450 bis 600 Gramm bei den normalen Forellen und bei den Lachsforellen zwischen 1,2 und 2 Kilo. Der Biss kam wieder relativ schnell nach Ankurbeln des Köders, doch spielte die Forelle einige Sekunden, bis sie den Köder richtig schluckte und Schnur zog. Wie der Wind nachließ, konnte ich erkennen, dass ein größerer Schwarm Forellen sich in der Mitte des Sees aufhielt. Scheinbar habe ich genau immer dorthin geworfen und somit erklärte sich auch, dass nach kurzem Ankurbeln des Köders immer wieder die Bisse kamen. Bei dem nächsten Biss kann man erkennen, wie heftig die Forellen in den Köder bzw. in die Schnur reinknallten.
extra. Du wartest immer, bis ich das Bild verschickt habe und dann geht's weiter. Könnte man schön sehen, wie weit die Forellen im See draußen standen.
Zwischenzeitlich habe ich auch den Spiro von 20 auf 30 Gramm geändert, da die Forellen weiter draußen standen und ich sonst nicht mehr an den Schwarm dran kam. Um an großen Seen auch die Fische lokalisieren zu können, muss man immer die Oberfläche beobachten und kleine Kringel am Wasser erkennen. Ab und zu kommt mal eine Rückenflosse hoch oder zwei Forellen jagen sich gegenseitig. Das sind ganz klare Anzeichen, dass dort ein Schwarm Fische unterwegs ist. Teilweise haben Mitangler einfach nur ihre Posen auf 1,50 Meter gestellt treiben lassen. Oder halt mit einem halben bis einem Meter Vorfach geangelt, auftreiben vom Grund. Aber das wirklich starr und komplett, ohne irgendwas zu wechseln an der Montage über den ganzen Tag. Das bringt dann definitiv weniger Fische. Es gibt Tage, da findet man auch selber kein richtiges Rezept, um an den Fisch zu kommen.
Auch wenn dann Angler am See sind, die fangen, da muss man sich einfach von Weitem die Montage angucken, gucken, wie lang das Vorfach ist, welche Farben der Mitangler verwendet. Und dann klappt es auch meistens direkt. Wenn alles passt und die Fische spielen dann auch noch mit, kann man so ein Ergebnis erzielen. Den zweiten Stil habe ich leider nicht auf Band bekommen, weil die Kamera da gestreikt hat bzw. der Akku leer war. Essen. Ja, okay, das Essen dauert ja auch nochmal eine Stunde, bis das kommt, bestimmt. Wenn dann einmal alles passend eingestellt ist, dann läuft's auch. Immer wenn ich die Kopfhörer ans Ohr tue, immer. Immer wenn ich die Kopfhörer ans Ohr tue. Ich mache das nicht, weil ich auf der Kälte bin. Zum Abendbrot haben wir uns Pizza bestellt. Fleisch hat der Andi oben in der Hütte liegen. Wenn man keine Lust hat auf eine Bockwurst oder andere Sachen, kann man lecker Pizza oder Salat bestellen. Haben Sie Speisekarte? Haben Sie Speise? Ja, ja. Ja, ne? Und jetzt? War gut gefangen. Ja? Ja, jede Menge. Ja. Ah ja, schön, ne? Alle ruhiger. Essen. Ja. Ah ja, danke schön. So, jetzt mal wieder zusammen. Danke, schön. Ich würde sagen, mal bis die Tage. Ja, alles klar, danke dir. Ne? Ja, ciao. Nach dem sehr leckeren Abendessen habe ich die Störrouten neu angeködert und ausgelegt. Leider brachte dies jedoch auch in dieser Nacht keinen Fisch. Den nächsten Tag begann ich ein wenig gemütlicher. Ich baute mir die Route um, verwendete diesmal ein 20 Gramm schnell sinkendes Biro mit einem selbstgebundenen 5,5 bis 6 Meter langen Vorfach.
Teilkombi, die am Vortag gut fing, schwarz-braun, wurde hier noch zusätzlich mit ein bis zwei Bienenmaden bestückt. Um die Montage tüdelfrei auswerfen zu können, lege ich mir den Köder vorher in Schlaufen auf den Boden. Und es geht schon wieder los. Da bei einem 6 Meter Vortrag und dem Schnurbogen, der dadurch entsteht, die Bisse nicht so heftig angezeigt werden, zumindest in den meisten Fällen, sind diese nur als leichte Zupfer bzw. leichtes Schnurablaufen festzustellen. Das Landen des Fisches bei so langen Vorfächern geht zu zweit immer am besten. Wenn ich die gleiche Montage in Dänemark angle,
brauche ich keinen Kescher, sondern kann die Fische ganz normal am Land stranden. Ja, das ist das Ding, was da drin ist.